Hallo Weibernzeil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Ich bin jetzt hier zu Gast, aber habe heute einen Gast und es ist der zweite Film in meiner Kategorie zu Gast in fremden Küchenrevieren. Und zwar bin ich hier beim Stefan Schnieder im Jammertal Resort. Und wie es dazu gekommen ist, eigentlich ganz kurz erzählt. Ich habe dein Video kommentiert, so sinngemäß mit den Worten, mit dir würde ich gerne mal wild kochen. Dann hast du geschrieben, ja, lass mal machen. Dann habe ich gesagt, ich bringe auch wild mit. Oh, das, ja. Stimmt, dann hatte ich ein paar Tage später irgendwie eine E-Mail bei mir im Postfach. Und ja, heute bin ich hier. Das war der kurze Dienstweg. Ja. Und das ist, freut mich total, dass ich heute hier sein kann. Wir wollen heute ein bisschen zusammen kochen. Achso, eine Sache noch, was mir so super gut gefallen hat bei Stefan, das ist, dass du Erklärvideos für deine Azubis mal gemacht hast, ja, ursprünglich. Und dann über die Corona-Zeit diesen YouTube-Kanal hier, jetzt mal nicht diesen, sondern den, den ich euch noch verlinken werde, ja, ins Leben gerufen hast, wo ihr wirklich super gute Anregungen für die Küche bekommen könnt, wenn ihr Hobbyköche seid oder vielleicht auch Köche seid, ja, weil es eben sehr ausführlich und wirklich fachlich super erklärt wird. Was machen wir heute? Wir machen heute einen Rehrücken. Also der Hauptdarsteller liegt da schon mal. Den müssen wir gleich noch auslösen. Dazu erzähle ich dann noch ein bisschen was. Dann machen wir eine Polenta-Schnitte gebraten. Dazu brauchen wir ein bisschen Parmesan, Knoblauch und ein bisschen Rosmarin. Dann machen wir eine Portwein-Reduktion mit Backpflaumen und Preiselbeeren. Außerdem gibt es Gemüse der Saison und so ein Kürbissäckchen mit Filuteig. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Ja. Genau. Und das wollen wir zusammen machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Du sagst mir an, was ich machen soll. Und genau. Dann starten wir einfach mal. Ich räume einfach mal ein bisschen für dich auf. Wenn du die Polenta machst. Okay, ich fange erstmal an mit Knoblauch hacken und Zwiebeln schneiden und so weiter. Und dann brate ich das an. Und wenn ich dann Fragen habe, melde ich mich, okay? Genau. Gut. Kümmern wir uns mal um den Rehrücken. Also ich stifte euch ja immer dazu an, das vielleicht nicht irgendwie im Supermarkt zu kaufen, eingefroren, fertig verpackt, sondern zum Jäger des Vertrauens zu gehen, der vielleicht bei euch im Ort wohnt oder den ihr kennt. Und dann bekommt ihr so einen fertigen Rehrücken. Das ist jetzt für viele erstmal eine Herausforderung, ist aber auch gar nicht so schwierig, den fachgerecht zu parieren, wie man so schön sagt, in der Küchensprache. Ihr schneidet jetzt also hier oben am Rückgrat ein. Also hier oben ist das Rückgrat, da sitzt hier der Hals, der Träger drauf, ja, man kann sich das vorstellen, hier ist dann der Kopf oder das Haupt und hier hinten sind die Keulen dran. Ja? Da ist der Ansatz von den Keulen und die Hüfte. Und jetzt schneiden wir hier oben am Rückgrat einmal lang und da müsst ihr immer ganz eng am Knochen sein. Da habt ihr am besten so ein schönes flexibles Messer. Und dann, wenn man dieses Geräusch hört, dann seid ihr genau richtig, weil ihr dann immer schön am Knochen lang arbeitet. Das ist also ganz wichtig, damit ihr das sauber ausgelöst bekommt. Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, jetzt habe ich aber so viel Knochen hinterher. Die kann man klein hacken und kann dann das Ganze ein bisschen im Ofen anrösten und kann dann ein leckeres Sößchen davon zaubern. Oder eine Brühe. Oder eine Brühe, genau. Wenn ihr einen großen Topf habt, macht ihr einfach eine Brühe daraus. Ja, also man kann das Ganze noch weiter verwenden. Hier hinten ist nochmal so ein kleiner Fortsatz, der so ein bisschen weiter rausgeht. Hier sieht man jetzt so einen leichten Bluterguss, das ist noch vom Schuss. Du hast den Rücken getroffen? Nein, aber das ist ein bisschen hoch angesetzt gewesen und die Schockwirkung ist meistens von so einem Projektil sehr stark, sodass dann der Bluterguss auch noch ein bisschen höher rausgeht. Also wenn man den Rücken wirklich trifft, ist der Koch sehr traurig. Dann ist der Koch sehr traurig, genau. Der Jäger ist dann auch sehr traurig, ne? Weil es natürlich Ziel ist, möglichst viel Wildbret auch irgendwie hinterher mit nach Hause zu bringen. Stefan, wolltest du mal ein bisschen was von der, zur Polenta sagen? Ich heul gerade, weil die Zwiebel so scharf ist. Ja, ich sag noch ein bisschen was zu der Polenta. Also ich habe jetzt hier Zwiebeln und Knoblauch, also eine Schalotte und Knoblauch in der Pfanne oder in einem Stieltopf. Lass es jetzt leicht angehen. Polenta ist eigentlich, du machst jetzt Polenta-Taler, ne? Aber Polenta ist eigentlich die Arme-Leuts oder beziehungsweise das Bauernrisotto in Italien. Ja, ne? Das ist eigentlich ein Arme-Leute-Essen. Ne? 100%ig ein Arme-Leute-Essen, aber auch echt verdammt lecker, ne? Weil Butter, Käse, Sahne, Brühe, Milch,
Ja, also das, was die armen Leute, die früher hart arbeiten mussten, auch brauchten. Ne? Ja, genau. Ja, aber was sie auch immer hatten, erstaunlicherweise. Ja. Ne? Also, naja. Möchtest du hier ein bisschen Thymian mit drin haben? Ja, ein bisschen wäre super. Ja, mache ich. Okay, das legen wir beiseite, weil wir haben freundlicherweise eine fertige Jus zur Verfügung. Ich war und so frei. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier die Rückenlachse. Und jetzt geht es ja immer so ein bisschen darum, wie kriege ich jetzt die Sehnen darunter. Also die möchte ich runter haben. Auch dieses ganz Dunkle, was vom Abhängen hier noch ein bisschen dran ist. Also ich lasse mein Wild immer außerhalb oder nicht in der Decke reifen, sondern ich hänge das, ziehe die Decke da direkt nach dem Erlegen ab und hänge das dann in die Kühlung. Dann sieht das so ein bisschen aus wie dry aged. Und ich kann mich jetzt hier schön an den Häuten lang arbeiten. Kann das hier runterschneiden. Und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich diese Silberhaut hier runter? Jetzt kann ich natürlich anfangen, wenn ich viel Zeit habe, und kann hier das so runterziehen. Ich gebe jetzt einfach die Flüssigkeit gebe ich jetzt einfach drauf, ne, und rühre dann gleich die Polenta ein. Ne? So wie man das bei Grieß halt macht. Ne? Genau. Oder wolltest du das wie Risotto machen? Nö. So wie Grieß halt. Ne? Das soll hinterher fest werden. Ne? Ja. Also schön quellen. Ich frage deshalb, beim Risotto wäre es jetzt so, da würde man das Risotto, also den Reis zugeben und dann die Flüssigkeit nach und nach immer nachfüllen. Genau. Das hier machen wir das nicht so. Okay. Genau. Gut. Okay. Während das Risotto da weiter vor sich hin quillt. Polenta? Die Polenta. Kein Problem. Machen wir einfach Folgendes. Wir schneiden hier unten einmal ein, aber nicht ganz runter. Und jetzt brauchen wir das flexible Messer und ziehen wirklich flach auf dem Brett das Ganze nach hinten. Und jetzt habe ich wirklich den Großteil meiner Silberhaut hier runter von meinem Rehrücken. Das geht deutlich schneller. Das Ganze kann ich jetzt ja, tatsächlich mit in meinen Soßenansatz geben. Und pariere jetzt hier wirklich noch die letzten Häute vorsichtig runter, so auf diese altbewährten Methode. Und habe jetzt hier einen schönen sauber parierten Rehrücken. Und das geht auch viel, viel schneller, als wenn ich jetzt ewig oben immer lang schneide. Macht ihr das auch so? Nee, wir schneiden einfach einmal oben gerade entlang. Dann also zeig mal, wie würdest du das jetzt machen? Also ich hätte jetzt erst einmal geguckt, dass ich hier das, was hier so übersteht... Das habe ich auch gerade gemacht. Genau, genau, dass ich das einmal wegnehme. Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Dann umdrehen. Dann schaue ich, wo ist jetzt hier das, was jetzt hier oben drauf ist. Nehme ich einmal runter, um zu gucken, wo ist die Silberhaut. Na? So, jetzt drehe ich das noch einmal. Und jetzt gucke ich, hier vorne ist eine Lücke. Da gehe ich drunter. Und dann... setze ich das Messer schräg nach oben hin an und ziehe das nach oben hinweg. Genau. Ne? Hast du auch gemacht? Nee, ich habe es umgedreht, aufs Brett gelegt okay. Und dann nach unten gedrückt, wie beim Fisch. Ja, wie beim Fisch. Ich mach das andersrum, weil so habe ich immer eine Kontrolle, so kann ich das sehen. Ne? Also ich würde jetzt halt so entlang gehen, ne? Beziehungsweise das dann so abziehen. Dann würde ich es wieder drehen. Ich weiß, es ist aufwendiger, aber für uns ist das einfacher. Jetzt, das, so wie du das gemacht hast, habe ich das noch nie gesehen. Echt? Oder hast du das schon mal gesehen? Du? Nein, ich habe das noch nie so gesehen. So, die Polenta ist jetzt gar, ne? Also ich würde die jetzt runternehmen und dann hast du gesagt, du möchtest sie auf dem Blech haben, ne? Genau. Okay, möchtest du den Parmesan da jetzt mit reinhaben? Ja, den würde ich da mit reinmachen. Und dann auf dem Backpapier, dass man es dann gut ausschneiden kann, ne? Ja. Da, beziehungsweise Rauten runterschneiden kann. Oder abstechen. Oder abstechen. So, schau mal. So, richtig für dich? Ich glaube, das ist gut. Das okay. Zieht da noch ein bisschen nach. Zieht auf jeden Fall noch nach. Ich gebe jetzt auch noch ein kleines Stück Butter dazu. Ja. So. Wenn es nichts wird, kann ich dir in die Schuhe schieben. Ja, sowieso. Ich bitte darum. Okay, wir vierteln den Rücken einmal. Und was man auch dazu sagen muss, dadurch, dass du das lange hast hängen lassen außerhalb der Decke, hat das natürlich eine sehr, sehr ledrige Haut. Ne? Ja. Also wenn man das jetzt natürlich sehr, sehr frisch kauft. Das ist tatsächlich auch der Unterschied. Ne? Wobei es geschmacklich keinen größeren Unterschied dann hinterher macht, lustigerweise. Du hast Backpapier verlangt, ne? Wahrscheinlich hierfür. Ne? Genau. Okay. Ich habe jetzt keinen... Backpapier genommen, weil ja. Backpapier fließt immer so hin und her. Klarsichtfolie kannst du halt fixieren.
Und dann die Polenta drauf. Und dann da. Probieren hier. Ja. Sehr lecker. Danke. Dein Rezept, habe ich nichts mehr zu tun. Du kannst, trotzdem lecker. Ja, okay. Hast du gut gemacht. So, wenn du jetzt siehst, du hast hier oben so einen Lufteinschluss, ne? Dann nimmst du einfach den Deckel, also nimmst du die hoch und fertig. So, wenn wir jetzt noch hingehen und sagen, okay, weißt du was? Du willst sie ja nachher braten, ne? Genau. Okay. Wenn du sie jetzt nicht braten wollen würdest, sondern nur abstechen wollen würdest und mit Oberhitze unter einem Salamander oder im Backofen arbeiten würdest, kannst du hier oben noch Käse drauflegen. Also ruhig ganz normalen Scheibenkäse. Dann abstechen und dann einfach nur unterm Salamander bei Oberhitze schön fertig machen. Ist auch geil. Können wir auch probieren. Sollen wir das so machen? Gerne. Gut. Dann nehme ich jetzt, ein bisschen Parmesan, streue den noch da oben drauf. Und jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr, weil hier ist nicht mehr viel. Wobei, das sollte eigentlich reichen. Ich mache da noch ein bisschen Käse drauf, Scheibenkäse. Und dann geht das in den Kühlschrank. Ne? Genau. Gut. Klassischerweise gibt es Preiselbeeren zu wild. Ich würde es ein bisschen abwandeln. Und zwar mache ich einfach so ein bisschen einreduzierte, geschmorte Backpflaumen. Ihr könnt auch Datteln nehmen. Wir sind hier in Datteln. Ich wollte eigentlich Datteln haben. Aber ich glaube, diese Wortspiele sind doof. Ja, das ist okay für mich. Also einfach so ein paar Pflaumen. Es reicht, wenn jede Person hinterher ein, zwei Pflaumen auf dem Teller hat. Ich habe jetzt nicht abgezählt, aber wir kochen heute hier für wie viele Personen? Für vier immer. Immer ja. So für vier. Also macht euch da so 8, 12 Backpflaumen rein. Dann so ein Löffel, 2 Löffel Preiselbeeren. Ja. So, und jetzt kommt da rein ein guter Schuss Portwein. Die Menge ist jetzt nicht ganz so entscheidend, sodass es leicht bedeckt ist. Und das Ganze lasst ihr einreduzieren, bis das so eine schöne sirupartige Konsistenz bekommt. Ja. Die Backpflaumen sollten aber nicht ganz verkocht sein. Da muss man wirklich drauf achten. Das kann man auch gut vorbereiten, das hinterher wieder warm machen und dann gebt ihr wirklich auf jeden Teller 1 oder 2 von diesen Pflaumen drauf. Okay. Für die Kruste habe ich jetzt hier Butter, Ziegenfrischkäse. Gebt das in eine Schüssel. Cranberries. Ein wenig Paniermehl. Etwas Salz und Pfeffer. Walnüsse. Und Honig, hatten wir gesagt. War da. Irgendwo. Ja. Da hinten. Achtet darauf, dass sich das gut miteinander vermischen lässt. Ich habe jetzt hier eine relativ kleine Schüssel genommen. So. Wenn ihr das zu, ja, was soll ich sagen, 40-50%, also zur Hälfte gut vermischt habt, ne, und das so ein Brei geworden ist, ich komme einmal zu euch. So, dann geben wir noch ein Ei dazu. Ja, Ei ist für die Bindung dann in dem Fall da. Das Paniermehl ist dazu da, um das so ein bisschen knusprig zu machen. Und der Ziegenkäse ist dafür da, um so eine gewisse Säure da noch mit reinzubringen. Ne? Ich hole mal eben schnell noch ein Ei, bräuchte ich noch. Genau. So, mach dir hier in der Mitte so eine kleine Kuhle. Danke. Da kommt dann ein Ei hinein. Das verarbeitet ihr dann auch noch. Ich gebe das dann noch mit darunter. Also, dadurch, dass das jetzt hier nur für 4 Personen ist, ne, ihr könnt das natürlich auch für mehr Personen machen. Und die Kruste kann man auch wunderbar einfrieren. Ne? Also das ist überhaupt kein Thema. Aber die Basis ist eigentlich immer das Gleiche. Die Basis ist immer eine Butter plus Brot, in dem Fall Paniermehl. Ne? Oder wenn du hast Toastbrot oder so fein gerieben, geht das auch. Geht auch so ein rustikaleres Graubrot? Sehr klar. Du kannst auch tatsächlich, was auch geil ist, ist Pumpernickel. Ja. Ne? Also hier in unserem Breitengraden wird ja auch gerne Pumpernickel genommen. Ne?
für solche Dinge. Oder wir verarbeiten auch gerne Pumpernickel. So, gebe noch ein ganz kleines bisschen von dem Paniermehl dazu. Sollte so von der Konsistenz so kneteartig dann sein. Ne? Ja, ein bisschen weicher. Ja. Ne? Also wir haben ja jetzt hier Butter verarbeitet und die Butter ist schon weich gewesen. Das heißt also, wenn das jetzt so ein bisschen flüssig wirkt, ist das nicht so schlimm. Stell es einmal ganz kurz für 2-3 Minuten kalt oder was. Und dann kannst du es besser verarbeiten, weil ich lasse das jetzt nicht hier drin. Wenn du es jetzt sofort aufs Fleisch machen möchtest, klar, dann lass es so. Ne? Dann lässt sich das gut verarbeiten. Aber dadurch ja, dass gerade ihr Jäger, ihr bereitet ja immer viel vor. Ist ja so, oder nicht? Na, es muss ja auch praktikabel sein. Ne? Also wenn ich sowas mache, dann will ich es auch vorbereitet. Ja, ist richtig. Gut, okay. Dann machen wir das jetzt. Und zwar? Ich glaube, da ist der Unterschied, glaube ich, zur Profi-Gastronomie gar nicht so groß. Weil Nein. Ich will ja, wenn ich meine Gäste zu Hause habe, dann auch nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. Genau, du willst für deine Gäste da sein. Sondern ich will es fertig haben, ja. Und so, dass ich nur noch ein paar Handgriffe brauche, um auf den Teller zu kriegen. Genau. So. Mache ich meine Krustenwurst. So ist es. Genau. Dann überschlagen. Nicht die, sag ich mal, das spitze Ende oder das offene Ende hier einschlagen, ne? Sondern so rollen. Wenn jetzt da so ein Luftloch drin ist, dann drückst du das jetzt noch, wo die Enden offen sind, raus. Bisschen drin ist es nicht so schlimm. Und dann fertig. Und das stellt sie kalt. Das war's. Und dann können wir nachher Plätzchen davon runterschneiden. Super. Kürbis. Ja? Also, die nächste Komponente, das ist ein gebackener Kürbis in so einem Filuteig-Säckchen. Das hat dann hinter so einen schönen Crunch. Ja? Und der Kürbis, der soll jetzt auch ein bisschen Aroma bekommen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir den hier auf so ein Blech packen. Ruhig ein bisschen dichter gepackt. Dann geben wir da drauf ein bisschen Salz und Pfeffer. Und für das Aroma einfach den Knoblauch in feine Scheiben schneiden. Und dann ein bisschen was von Rosmarin-Thymian zupfen. Das geht dann mit da drauf. Muss gar nicht so furchtbar viel sein. Das hacken wir einmal grob durch. Und geben das hier auch auf unsere Mischung drauf. Und jetzt ein bisschen Olivenöl. Kleines bisschen mischen. Und das geht jetzt so bei 180 Grad. Für 20 Minuten im Backofen. Also der Kürbis darf so leichte Röstaromen bekommen. Der sollte nicht schwarz sein, der sollte braun sein und er sollte auch weich sein, also gar sein. Beim Hokkaido-Kürbis kann ich die Schale mit benutzen. Es gibt noch andere Kürbisarten, wo ich das kann. Aber Hokkaido-Kürbis ist auch kein Problem. Roter Zentner, gelber Zentner, ja, geht das auch. Und das fülle ich hinterher in meine kleinen Filuteig-Säckchen. Die backe ich dann nochmal im Backofen. Und das gibt dann nochmal so eine schöne knusprige Note und ist eigentlich eine tolle Beilage. So lassen? Ja, ein bisschen kann man es noch. Noch ein bisschen reduzieren? Ein bisschen reduzieren, so sirupartig. Ja, alles klar. Ja, du hast jetzt hier den Filoteig ausgelegt. Ja, ich habe den hier ausgelegt. Ich nehme jetzt einfach das Ei. Ja. Das ist so ein Fertigei, ist das? Eigelb. Eigelb. Kann man jetzt neuerdings auch im Supermarkt kaufen. Tetrapack. Genau. Und dann streiche ich mir das alles so ein bisschen ein hier. So ein bisschen was von Tapezieren. Hast du das schon mal gemacht oder machst du das heute zum ersten Mal? War das zum ersten Mal, Leute. Nein, ich habe das schon mal gemacht. Okay, du weißt, also okay. Muss da jetzt irgendwie der Kürbis drauf oder so? Genau, da kommt jetzt der Kürbis drauf. Also wir haben jetzt ein bisschen wenig Kürbis vorbereitet. Also machen wir so? 4-Personen-Dinner wird es, glaube ich, nicht. So diese Menge? Wenn du 3 Leute sagst. Ja, diese Menge. Teilt das mal ruhig gleichmäßig auf. So, Filoteig, für alle, die es nicht wissen, ist übrigens stinknormaler Strudelteig, ja? Kein Blätterteig, kein Frühlingsrollenteig, Strudelteig.
gezogener Strudelteig. Kann man die Zeitung durchlesen, ne? Genau. Es ist tatsächlich so. Man hat früher eine Zeitung hingelegt. Ja, 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 ja. Ne? Und dann hat man den gezogen und wenn man dann alles lesen konnte, dann war es richtig. Also ihr habt nur Apfelstrudel, kann man jetzt hiervon machen und sowas, ne? Genau. So. Habe ich mich auch mal dran versucht, bin kläglich gescheitert. An Apfelstrudel. An echtem. An einem österreichischen Strudel. Und hat nicht funktioniert. Nein, hat, also ich bin für auch, meine Begriffe war es okay. Ich bin auch nicht so der Bäcker. Und jetzt nehmen wir das Ganze einfach und machen so ein Säckchen. Müssen wir so ein bisschen hier hochziehen. Und jetzt dürfen wir nicht viel Kraft aufwenden, ne? Weil wenn wir zu viel Kraft aufwenden, dann geht es kaputt. Und jetzt drücken wir das einfach. Warte mal, wir brauchen Backpapier, ne? Einfach aneinander. Backpapier. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen zu viel Power. Wow. Haben wir es schön aufgeteilt? Ja. Jetzt reicht das hier. Also der Teig ist sehr empfindlich. Also man kann hier alles reinmachen. Ihr könnt ja auch einen Ziegenkäse reinmachen, ein Erbsenpüree. Was auch immer. Es darf nur nicht zu feucht sein. Und da, wo das aufeinander trifft, da muss es wirklich fest zusammen sein. Die Köche würden das binden. Man kann das bestimmt auch binden. Ja, mit Lauch. Und mit Lauch. Das geht gar nicht. Das ist so ein. Man gebe mir ein wenig Lauch. Ja. Lauch! Schnittlauch! Nein, tatsächlich, man würde das mit Lauch, kann man das noch so umwickeln, ne? So wie man Spargel früher auch gebunden hat. Jetzt kann ich von Vorsicht von außen noch mal so ein bisschen von der Streiche hier auftragen. Das gibt dann gleich so ein schönes. Schöne braune Farbe. Wie lange soll der rein? Ich denke so bei 180 Grad, bis er knusprig ist. Bleibe ich dann vorm Backofen stehen? Das weiß ich nicht. Also ich würde sagen, relativ schnell. Ich wollte gerade sagen, der braucht vielleicht maximal 10 Minuten. Ne? Höchstens, ja. Also ja. 10, 15 Minuten. Und das ist dann so ein bisschen so was Crunchiges mit dem Kürbis, der jetzt auch ein schönes, kräftiges Aroma hat. Ich habe ein wenig genascht. Der ist sehr lecker. Das war es eigentlich. Die nächste Vorbereitung ist, Sie haben hier eine Jü, die habt ihr hier gekocht, schmeckt sehr gut, habe ich gerade schon mal probiert. Danke. Und hier schmeißt ihr jetzt nicht zu knapp Thymian rein. Ja, einfach so ganz herzlos mit den Stielen. Wenn wir das nachher auf dem Teller verteilen, dann kann man dann den Thymian so ein bisschen damit rauslassen. Aber wenn dann hinter noch ein bisschen Thymian drauf ist, ist das nicht schlimm. Wenn ihr das ein bisschen feiner haben wollt, kann man es nur durchpassieren. Und das lasse ich einreduzieren. Um die Hälfte runter, oder? Ja, dass es gleich schön kräftig ist. Also es muss wirklich, okay. Wenn man das Gefühl hat, es ist versalzen, dann ist es eigentlich genau richtig. Genau richtig. Kontert sich das auch schön mit dem. Gibt es noch ein bisschen weniger Hitze. Ja. Man kann da noch ein bisschen Sahne hinterher reinmachen, wenn man das möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt mache ich für meine Pilzsoße ein bisschen Schalotten klein. Ja, mache ich. Und die Pilze kann man jetzt in schöne Stücke schneiden. Wenn du was machen würdest. Mache ich? Ja, mache ich. Gehör ganz dir heute. Das schwitzen wir gleich einfach an. Dann kommt da auch noch ein bisschen was von der Jü rein. Ein bisschen Sahne, ein bisschen Weißwein. Und dann haben wir eine schöne Pilzsoße als Grundlage für unsere cremige Soße für unser Gericht. Wir nehmen für Pilze übrigens immer, also gerade für Steinpilze nehmen wir Pernod? Mhm. Sollen wir das mal probieren? Wie du willst. Alles offen. Ja, also wir nehmen Pernod dafür, weil du hast, guck mal hier, du hast hier Wein drin, du hast da Wein drin. Du brauchst eigentlich vom Geschmack her brauchst du keinen Wein mehr. Ja, ne? Dann probieren wir. Ich habe jetzt gar nicht gefragt. Willst du feine Brunoise haben oder willst du die grob haben? Kann ruhig fein sein. Fein, gut. Ne? Also für alle, die zuschauen, das hier sind Würfel. Ja, und Brunoise sind ganz, 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 ganz feine Würfelchen. Ne? Also bei der Charlotte, die wird ganz fein eingeschnitten. So fein, wie es gerade eben geht. Und sag ich mal, vom Grad des der Feinheit her würde man jetzt auch hier wieder so rangehen, dass die also so, das gleiche machen wir dann mit der anderen Seite der Schalotte auch noch. Du hast das schon mal gemacht, ne? Ja, gelegentlich. Also ich hatte in der Ausbildung hatte ich jemanden, ich habe das hier als Brunoise bezeichnet oder als, ne? Und dann hat er zu mir gesagt, das sind keine Brunoise und hat also die 5 Liter, die ich geschnitten habe, in die Soße versenkt. Ja?
Willst du zuerst die Butter, erst die Schalotten rein? Ja, mach mal erst rein. Können wir die Pilze auch mit da reinschneiden? Die so ein bisschen ansortieren, ne? Sortieren, ja, genau, ja. Richtig. Willst du die so haben oder willst du die auch fein geschnitten? Die dürfen haben? Ruhig ein bisschen gröber sein. Also, dass man schon den Pilz noch erkennen kann. Okay, das ist jetzt hier ein Auslandpilz, ne? Das haben wir ein bisschen Steinpilz haben wir da drin. Steinpilze haben wir noch. Hier. Hoppala. Genau. Und dann haben wir hier noch Zitrone, zwei Stück. Zack, zack. Können wir ein bisschen Pernod haben, André? Der steht da schon. Ah, oh, fantastisch. So, mit Pernod habe ich das noch nie gemacht. Ja. Das, aber ich bin ja auch hier, um zu lernen. Ne? Ja, ich auch. Willst du es flambieren? Ist nur für den Effekt. Den Löffel würde ich rausnehmen. Ja. Weil der durch die. Also hier ist ja Gas, ne? Das wird dann. Okay. Wird dann warm. Ist jetzt schon warm. Okay. Geben jetzt ein kleines, nur einen Schuss, ne? Also wenn ich es flambieren möchte, für alle, die zuschauen, flambieren ist nur Show. Ne? Daumen drauf. Einmal. Zack. Und aufs Licht aufpassen. Ja, das. Stefan kennt das schon. Ne? Und jetzt geben wir noch einen kleinen für den Geschmack dazu. Mehr nicht. Also ich würde jetzt das Ganze ein bisschen noch jetzt langsam ziehen lassen, dass die Zwiebeln auch gar werden, die Pilze auch ein bisschen Aroma noch bekommen. Mhm. Und dann würde ich es ein bisschen mit Mehl abstäuben. Ich weiß nicht, ob man das so macht. Kann man machen, Kann man machen, aber die warum Soße gleich eine schöne Bindung bekommt. Brauchst du nicht, weil die ist schon, also lass mal Mehl weg. Wenn du sagst, du willst noch Bindung haben, können wir noch eine kalte Butter reingeben, dann kriegst du auch Bindung. Ja, ja. Aber du musst kein Mehl dazu geben jetzt. Da willst du jetzt einen kleinen Schuss Jus dran haben, ja? Genau, da kommt jetzt ein bisschen Jus dran. Okay. Gar nicht so viel, die ist gut. Vom Geschmack her hat die richtig Bums. Und jetzt ein bisschen Sahne dazu. Ja. Nur so ein Löffelchen, so ein, ne? So ein Muggesägeleisch. Ja, ein Muggesägeleisch. Genau, jetzt habe ich ein kleines bisschen noch. Das zieht ja noch ein bisschen nach. Probier. So ein bisschen? Soll ich mal probieren? Ja, probier mal. Pernod ist geil, ne? Daran, ja. Trinken würde ich das nie. Das mache ich jetzt immer. Machen wir ein bisschen Sahne noch rein. Kleines bisschen. Ja. Okay. Genau. Und das lassen wir jetzt, stellen wir beiseite. Okay, mache ich. Machen wir gleich nochmal warm, wenn wir anrichten. Okay, und die Soße ist auch super. Willst du so lassen? Die würde ich so lassen. Okay, gut. Die ist schön kräftig. Einmal gucken. Gemüse haben wir jetzt hier Ringelbeete. Ja, guck mal, sieht so aus. Schön geringelt. Ist auch relativ weich, ne? Also ist jetzt nicht so ein super hartes Gemüse. Das heißt, wir müssen das nicht vorher irgendwie blanchieren in Salzwasser oder so, sondern man kann die tatsächlich mit Butter in einem Topf und ein bisschen Salz, Zucker. Dafür braucht man den Weißwein, glaube ich. Ne? Könnte man machen, würde ich aber tatsächlich. Würde ich nicht machen, nee. So, jetzt hast du deinen Rehrücken, den brätst du jetzt. Genau, hier da wäre an, jetzt ne? Die Frage, weil ich bin ja jetzt hier, die Kruste ist ja für mich was ganz Neues. Die mache ich jetzt hier. So. Bisschen Öl hier irgendwo? Ja, hier. Ja. Also wir geben jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne rein und unseren Rehrücken. Jetzt kommt wieder die Diskussion, vorher salzen, nachher salzen. Ich mache das vorher. Ich auch. Ja. Also ein bisschen Salz und Pfeffer drauf geben. Tatsächlich finde ich das auch gar nicht so schlimm, wenn der Pfeffer so ein bisschen Farbe in der Pfanne hat. Ich mag das. Vor allem zumal wir den Rehrücken gar nicht bei so viel Hitze braten. Das ist halt ein recht empfindliches Fleisch. Ne? Also wenn ich da jetzt mit voller Möhre rangehe, ist es eher nicht so toll, ist meine Erfahrung.
Ich habe jetzt die Pfanne einmal heiß gehabt, ne, und gehe jetzt zurück mit der Hitze. Ne? Also und jetzt wäre meine Frage, ja? Wir machen ja die Kruste noch drauf. Ja. Ich würde den jetzt so 3-4 Minuten von jeder Seite anbraten. Genau. Und dann würde ich den warm stellen, weil das reicht in der Regel. Richtig. Also ich würde den auch nur von allen Seiten einmal anbraten, dass er Farbe kriegt. Und dann wäre ich damit durch. Ne? Weil er ja sehr, sehr leicht durchzieht. Also gar nicht so ultra lange. Genau. Ich stelle ihn dann gehe ich einmal hoch mit der Hitze, ne, weil du aus dem Kühlschrank direkt das Fleisch reingelegt hast. Hier ist was für die Küche. Genau. Oben bei der Ringelbeete und bei den Möhren gebe ich jetzt noch ein ganz, ganz kleines bisschen Honig dazu. Ein Esslöffel ist das. Und dann kommt ein bisschen Wasser da drauf. Wolltest du Zange haben, bevor du jetzt mit den Löffeln anfängst? Ich mache das immer mit Löffeln. Okay. Also wenn du jetzt so eine griffbereit hast, ja. die gute Weberzange, darf man das sagen? Darf man. Und jetzt drehen wir den eigentlich schon. Genau so sieht er schön aus. Genau so muss er aussehen. Und jetzt würde ich die Hitze zu Hause runternehmen. Ich würde die ausmachen jetzt komplett, ja. Die Pfanne. Ne? Jetzt kann ich ja noch ein bisschen was an Kräutern reinschmeißen. Ja. Und was auch nicht verkehrt. Ein bisschen Butter, genau. Jetzt kommt das Avancieren, oder wie heißt es? Arrosieren. 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 Ja. Also schön mit den Aromen, die ich hier habe. Ja. Warte erstmal. Gib der Butter ein bisschen Zeit. Wir drehen sie auch nochmal hoch, dass sie weiter schäumt. Ne? Jetzt? Darf ich es dir einmal zeigen? Natürlich. Okay. Du drehst die so hin, dass du hier unten wirklich, also nicht zimperlich sein da. Ne? So. Und dann kippst du die auf die Flamme. Ne? Also hier unten ist die Flamme. Und dann gehst du hin. Und lässt es immer wieder rüberlaufen. Also wenn es Geruchsfernsehen gäbe, ich weiß, dieser Spruch kommt immer, ne? Ja, aber das riecht schon geil, da hast du recht. Das ist einfach ein Traum. Und man sieht das auch wirklich, also man hat das ja ganz oft, man legt irgendwie Fleisch in die Pfanne. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Fleisch reingelegt. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist eigentlich egal, wie viel du da reinschmeißt, es kommt kein Wasser raus. Genau, es kocht nicht. Ne? Es kommt kein Wasser raus. Wenn man jetzt keine Soße zu Hause hätte, so wie wir die hätten, dann würde man jetzt einfach ein bisschen Schalotte mit reingeben. Also diese Schalotte von mir aus. Nochmal ein Stück Butter, ein kleines bisschen Brühe oder was man auch immer da zu Hause hat. Und dann würde man das runterkochen lassen, das ist auch eine Soße. Reicht. Ja, ja. Reicht. Also man braucht ja gar nicht mehr. Ne? Können wir direkt was probieren. Ja, ich habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen. Da hast du gut gemacht. Mhm. Sehr gut. Mhm. Jetzt wollen wir die Kruste aber noch. Bitte? Jetzt wollen wir die Kruste noch. Ne? Ja, wir legen das jetzt gleich. Wir nehmen das jetzt raus. Und dann legst du das hier oben drauf. Und dann legen wir das auf das Fleisch drauf. Also du kannst die ruhig mit der Folie, wenn sie jetzt natürlich, die muss ein bisschen fester sein. Ne? Die war jetzt noch nicht lange genug. Die war noch nicht lange genug im Kühlschrank. Dann legst du sie hier auch das Fleisch drauf. Ne? Kann ruhig ein bisschen dicker sein. Ich nehme die jetzt einmal hier aus der Folie raus, damit uns das nicht abhaut. Hier. Wie lange kommt die dann? Bis die goldbraun ist. Das dauert nicht lange. Ne? Also dadurch, dass wir da Zucker drin haben, in Form von Obst und so weiter. So, der Rehrücken ist jetzt soweit fertig. Ne? Also der ist noch nicht gratiniert. Das machen wir gleich. Und jetzt machen wir die Polenta. Jetzt machen wir die Polenta, genau. Jetzt kannst du, also kannst jetzt, wenn du möchtest, kannst du die halt, wie groß willst du die haben? 6 Portionen. Ja, wär okay für mich. Nein, nein. Tatsächlich wäre das gar nicht so schlecht. Vom Anrichten ist das gut. Ja? Ja. Ja, dann mach so, wie du... Ja, ich lerne ja jetzt. Okay, also dann halt, ne, das sind halt Käsescheiben. Zack. Ich hätte sie tatsächlich direkt auf den Teller gelegt, auf dem wir anrichten. Ne? Aber nur einmal, um zu zeigen, so sehen die dann halt aus. Haben wir Teller hier? Ja, ich hole gleich sofort. Die sind auch fertig. Ne? Das Wasser ist jetzt komplett verkocht. Ja. Jetzt ist nur noch ein bisschen Butter und Honig da drin. Das geht jetzt auch zur Seite, vorbereitet. Aber ich muss mal einmal sagen, ne? Du hast richtig viele Komponenten auf deinem Teller. Also wenn du das für 5-6 Gäste machen musst... Ich komme an den Schwitzen. Ich würde in Schwitzen kommen. Ja, aber ich mache das auch gern. Okay, dann ist gut. So, das geben wir jetzt bei Oberhitze zusammen
mit dem Rehrücken in den Ofen. Ja? Wenn das fertig ist und das fertig ist, sehen wir uns beim Anrichten hier wieder. Auf jeden Fall. Gut. Ich freue mich. Und mich probieren natürlich. So. Mann, du jetzt richten wir an. Also ich kann ja nur Family Style. Ne? Das heißt, alle Pötter auf den Tisch und jeder nimmt sich. Das ist auch das Schönste. Ja, das weiß ich. Das ist, schön, ist auch wirklich das Schönste. Aber was würdest du als Koch jetzt, als Profikoch, jetzt für Tipps geben, damit es auch noch geil aussieht? Also du hast ja hier super viele Komponenten drauf. Ne? Ja. So. Jetzt, ich habe dir gerade schon gesagt, wenn ich jetzt im à la carte Service wäre, hätte ich das auch ein bisschen kleiner gemacht. Aber du hast gesagt, wir machen 6 Scheiben, also machen wir 6 Scheiben. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Jetzt, ich würde jetzt die Pilze hier auf die Polenta anrichten, ne? Weil die Pilze und Polenta sind Freunde. Sieht auch schon mal gut aus, auf jeden Fall. So. Dann hast du ja hier die Pflaumen, die so richtig schön wie so ein Sirup sind. Ne? Die geben dann noch so ein bisschen Kontrast. Ne? Moment, ich muss einmal nur einen Löffel nehmen, weil der nämlich schon sehr heiß war. So. So, dann haben wir hier die Beete, können auch noch dazu, so, kleines bisschen hier dran, Möhrchen hast du ja noch, ne? So. Jetzt nehmen wir das Säckchen. Das schöne Säckchen. Genau, ja. Nein, das Schöne. Das Schöne, okay, alles klar. So, ja, oder so hier oben hin von mir aus, okay. Jetzt holen wir uns einen Rehrücken dazu. So. Scharfes Messer. Scharfes Messer. Genau. Und jetzt schneiden wir den einmal. Cool, ne? Ich stehe auf Ringelbeete. Macht doch was her, ne? Sieht gut aus. Mhm. Bist du zufrieden mit dir? Ja. Jetzt musst du das Säckchen noch probieren. Bisschen wie bei der Küchenschlacht hier, ne? Ja, die Punkte gibst du nachher. Also, gibt man da Punkte für oder sagt man weiter und raus? Man weiß sagt, weiter genau. Und raus war das mal, ne? Ich bei der Küchenschlacht, immer. Genau. Rehrücken? Mhm. Ich finde die Kruste super. Ja? Ja. Hat für einen Ticken knuspriger. Und noch ein bisschen mehr. Du warst ja, ja. Ja. Du warst ja ungeduldig. Du wolltest sie unbedingt haben. Jetzt. Hm. Aber knusprig ist ja hier, ne? Aber auch mit den Walnüssen drin. Mhm. Cool. Schönes Gericht, schöne Konsistenzen. Lecker. Hast du gut gemacht. Ja, dank deiner Hilfe auf jeden Fall. Ja, ich war ja von mir sehr skeptisch, weil ich hab das Rezept gelesen. Ich denke, boah, eieiei, da sind aber viele Komponenten da drauf. Ne? Aber Respekt. Wirklich. Ich nenne dich Küchenfreund. Danke. Ich hab zu danken. Also das war eine super leckere Sache. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir Danke. Werden ja gleich noch mit deinem Gericht weitermachen. Ja. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Alles, was ihr wissen müsst über diesen Ort hier, über den Stefan unten in die Videobeschreibung beziehungsweise hier oben rechts und links in die Ecke rein. Mir hat das eine Menge Spaß gemacht und ja, wenn ihr beim Stefan auf den Kanal geht, da freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst. Du freust dich auch, ne? Sehr und das Gleiche gilt ja für dich, ne? Genau. Ich freue mich abonnieren, teilen, liken. Genau. Schönen Tag euch, macht's gut. Macht's gut, ciao.